Recht herzlich willkommen zur 145. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir noch geguckt hier, ob alles abgedeckt ist, und das war es ja auch. Also müssen wir uns anderen Geschichten widmen. Na, gucken wir mal hier die Listen an, und zwar Haltestellenliste. Wartend. So, wo sind wir dann hier? In Floto, und Floto hat, na ja, Blödsinn, ne, haben wir hier oben offen. Ich ziehe das mal mir hier gerade hin. Haben da 4000 Passagiere wartend, davon sind 3500, die nach Döbeln-Waldweg wollen. 700 wollen nach Döbeln-Waldweg Hafen, also die kommen da nach oben drauf, gleiche Dingens. Und die wenigstens wollen nach Riedenburg nach oben, also. Ja, jetzt ist die Frage, ne, was fährt hier, was fährt hier nicht? Der fährt gerade weg. Der fährt hin. Und jetzt ist ein zweites Schiff für eins, bitteschön. Das Postschiff, ne? Ja, ich hab's wohl offen. Und dachte, ich hätte das offen, dabei ist das andere das. Alles klar, Riedenburg-Floto. Ich wollte jetzt gerade gucken, ob noch ein Schiff unterwegs ist, deswegen habe ich da jetzt mal gerade geguckt, aber das fährt weg, also kann es das nicht sein. Das heißt, nach Döbeln-Floto haben wir keine Schiffe unterwegs. Und da brauchen wir noch ein paar mehr, aber es waren ja jetzt auch gerade nur die alten Kamellen sozusagen, die da lang fuhren, ne? Das hatten wir ja schon gecheckt, ne, oder? Sehe jetzt Floto? Ja. Ja, der Pumuckl hatte mir da was geschrieben, dass demnächst ein paar Schiffe wiederkommen. Mit irgendwelchen Jahren, die ich jetzt aber auch nicht auswendig weiß. Was haben wir jetzt überhaupt für eine Jahreszahl? 1976, wenn ich nicht sicher bin, aber ich meine es sogar, dass es 76 gewesen wäre, wo er mir geschrieben hat, aber ich kann mir ja vertun. Gucken wir mal gerade oben im Depot. Depot ist gut, ne? Im Schiffsdepot ist doch ein Schiffsdepot, okay. Ja, Fähren war nix, ne? Schiffe, Schleppkähne. Das ist die Post. Das wäre auch Post. Und da sind die kleinen Schiffe immer noch. Okay, dann war das wohl 77, nicht 76. Vielleicht war so eine andere Jahreszahl. Müsste ich jetzt nachgucken. Ah, das wollte ich nicht zumachen. Das wollte ich auflassen. Absteigen, warten, passt noch. Okay. Das können wir also noch nicht abschalten. Bleibt noch so. Und im Döbeln, der Waldweghafen, der dann da ist, warten sie nach Altenau. Altenau war definitiv oben, ne? Adenau war, sag schon, überhalb von Radolfzell. Gut. Da können wir also auch nichts dran ändern, weil die Schiffe gerade nicht machbar sind. Döbeln. Achso, das war der Elbtunnel hier. Da warten auch tausende von Leute. So, und dann haben wir hier noch eine Bushaltestelle, beziehungsweise das ist die Bahnhaltestelle dann gleichzeitig wohl, aber geht alles intern, ne? Bis auf Döbeln-Waldweg-Hafen, da warten 313, und das werden dann wohl die Leute sein, die über den Bahnhof weg wollen. Wow. Also hier fahren ja schon ein paar Busse durch die Gegend, ne? Die sind auch alle voll. Wir sitzen dann drauf. 2, 4. Einer davon ist jetzt nicht voll. Und der befindet sich gerade auf der Überlandstrecke. Und wo fahren die denn Überland lenk? Ach so, okay. Das ist aber jetzt nicht der Stadtbus gleichzeitig, oder doch? Ah, ich habe dann aus Versehen nicht einen Stadtbus erwischt, sondern einen Überlandbus erwischt. Okay.
Dann ist es der nicht. Das ist eher einer von denen hier, ne? Dieser da. Ja. Das ist die Frage. Ist das zum Beispiel der? Stadtbus Radolfzell, jetzt passt's. Den machen wir zu. Und der ist voll. Und da sind wie viel drauf? 4, 6 wohl. Dabei gibt es auch noch leere. Postwagen macht das Plus. Miese, miese, miese. Alle machen hier miese. Tja. Das ist ja echt doof, ne? Jetzt müsste man genauer gucken, wo die hinwollen. Das war ja Jupiterweg und Kaiser-Franz-Gasse. Ach so, das ist im Bus. Das ist auch Blödsinn. Hier unten haben wir es. Also Titankasse, Jupiterweg. Waldwigshafen ist auch noch viel und Radolfzell-Ulrichstraße. Hm. Titankasse, Ulrichstraße. Also dieser Bereich hier ist besonders frequentiert. Hm. Selbst hier die Kaiser-Franz-Gasse ist da ja auch noch bei. Oder? Ah, jetzt wohl nicht mehr, oder? Ulrich, Jupiter und Titan. Tja. Ich sehe jetzt nicht so gerade den Punkt, dass wir da noch einen Bus draufschmeißen, weil wir schon so viele Miese fahren. Auf der anderen Seite sind die, die das Geld ranbringen, diese hier, ne? Der bringt 44.000. Unserem Bus macht er gerade wie viel Minus? Machen wir mal irgendwo einen da. Oh, 26.000 Miese. Ist ja doch eine Hausnummer, ne? Ja, das ist ja auch nicht so schön, ne? Wer steht denn jetzt hier so? 21 Passagiere warten da. 18. Ach so, die von hier wollen nicht nach da, aber die von da wollen nach hier. Ah, so ist es, okay. Aber da warten natürlich auch noch einige, ne? Okay. Das heißt, hier haben wir die vielen, ne? So eine Einbahnstraße ist das, ne? Hm. Weiß ich auch nicht, was wir da dann machen sollen. Hier, da ist locker weg. Jetzt stehen nur zwei Leute. Man müsste gucken, dass man solche Haltestellen nicht so häufig anfährt, ne? Müsste man die Route verändern. Ja, macht vielleicht Sinn, ne? Mal rufen wir da nochmal die. Das ist jetzt hier richtig. Da brauche ich jetzt aber eher einen Bus anstatt, ne? Den jetzt anklicke, habe ich den Stadtbus auch passend. So, jetzt müssen wir überlegen, wie wir das regeln. So, den können wir erstmal schließen, brauchen wir nicht mehr. Das schließen wir jetzt auch. Und jetzt müssen wir hier gucken, dass wir hier nochmal die Bushaltestelle doch wieder aufmachen, um zu sehen, wo die hinwollen. Titangasse, Jupiterweg, also hier hin. Ulrichstraße ist da, das heißt diese Dreie und das war's dann auch. Das bedeutet, wir ändern die Linie.
Wilhelm McKinley, wo ist denn diese Haltestelle dann? Ist das hier die? Nee. Wenn ich bei der McKinley war, süddeutsches alter Getreidehof. Wo ist denn die McKinley-Geschichte hier unten? Ah ja, da. Dann zum Getreidehof. Und dann zum Wilhelm McKinley und dann Kaiser Franzgasse. Jupiterweg, Ulrichstraße, Titan, Norddeutsche Mühle, Titangasse, Jupiterweg, Kaiser. Wo ist denn jetzt hier bitte schön die Haltestelle? Lilienthalstraße. Da. Seebachallee. Da ist dann wieder Lilienthal. Dann geht's zum Ostdeutschen Rathaus, McKinley. Dann lass uns das da nochmal zwischenbauen. Hinzufügen wäre richtig. Fährt nicht zum Rathaus, sondern fährt dorthin. Ach, der fügt es ans Ende. Nee, das wollten wir jetzt nicht. Wir müssen also einfügen machen. Ostdeutsches Rathaus, da müssen wir einfügen. Und zwar haben wir einfügen? Nein, haben wir nicht. Da erstmal Ulrichstraße. Da. Da. Fährt er da so hin, ne? Lilienstraße, dann fährt er nach Ulrichstraße, dann da, dann da, dann da und dann da wieder. So, dann haben wir das mal geändert, dass er die drei auf jeden Fall zwischendurch anfährt, nochmal extra. Sollte vielleicht dadurch besser werden, aber schwierig gestaltet sich das dann doch. Auf jeden Fall besser wie vorher, würde ich sagen. Gut, gucken wir nochmal, da ist nichts ausgebaut. Aber da unten, ne, oder? Ne, da ist ein Stück Straße. Sah jetzt so aus, weil das davor so hoch gebaut ist, dass das was Besonderes gewesen wäre. Läuft hier. Gut, das haben wir ein bisschen optimiert dann. Die Hafengeschichte hatten wir. Ja. Wir müssten mal gucken. Hier zum Beispiel Weinstraße Hafen. Die meisten wollen alle mit dem Schiff, also geht das auch nicht. Redenburg Rathaus Bahnhof. Schiff. Intern. Hadexen, also mit dem Zug. Apollo-Tempel mit dem Bus, das sind aber alles Zahlen, die sind okay. Döbel-Mühle-Betriebshof. Da ist bestimmt der... Ne, ist er nicht. Ich dachte, der wäre jetzt den Dingens an, aber es ist auch Stückgut. Ja, das wird schon passend sein. Allerdings weiß ich jetzt gar nicht, wo die hinwollen. Radolfzell, also nach da. Die fahren jetzt da lang. Aber die fahren ja nicht nach da, also ist das jetzt gerade nicht, sondern da müssen wir gucken, ob hier irgendwo einer rumfährt. Wo fährt denn der hin? Mühle Markt. Das ist der und da sind zwei Fahrzeuge drauf. Und die können Möbel transportieren. Ja. Da oben ist er ja, ne? 27 Tonnen, na, das ist dann ein bisschen wenig. Da könnte man dann ein bisschen mehr drauf machen, ne? 465 Tonnen Paletten waren da, 495 Paletten waren da. LKW. Auch veraltete.
Okay, und die sind dann trotz, ach so, die sind hier im Depot schon stehend, ne? Dann mach das mal verkaufen. So, dann sind sie weg. Anhängen. So, jetzt können wir welche kaufen. Wir hatten ja eben diese zum Beispiel. Was ist das denn hier? Pferde oder was? Hinten. Viehtrieb. Sehr traditionell. Viehtrieb hinten, Viehtrieb vorne. Krass, oder? Da kommen die Tiere persönlich vorbei. Ne? Zum Schlachthof oder wohin? Krass. Was ist das denn hier? Straßenreinigung? Müllabfuhr. Cool. Die machen 5 Tonnen Schüttgut gut. Krass. Ja, was haben wir denn für Anhänger hier erstmal? Das ist hier was für einer? Stückgutanhänger mit Plane. 12 Paletten. Passt ja zu dem wahrscheinlich, ne? Kühlwarentransporter, na, ich glaube, dass der es dann nicht ist. Wer jetzt wüsste, wer zu wem gehört, ne? Ach, hier sind auch noch ganz viele. Komm, die verkaufen auch noch mal die Anhänger. So. Und dann Anhänger. Ach, Kühlwarenanhänger, 16 Tonnen, guck an. Der gehört dann wohl zu dem hier, ne? Ist das hier Kühllaster? Wir brauchen aber so einen hier. Stück gut. Da sind auch Kühlwaren. Ne, dann muss es wohl der sein, ne? Und der kann nur den. Alles klar. Und das ist Mühle Markt, ne? Mühle Markt hieß das. Ne, muss ja hier vor sein. Da ist es auch. Kopieren wir und schicken noch beide los. Sollte funktionieren einigermaßen. Gut. Ja, dass die drei Busse hier zum Beispiel so direkt hintereinander fahren, das ist auch so der volle Erfolg, ne? Hier warten noch 120 Passagiere. Hier eine Haltestelle? Haben wir. Ja, die Passagiere sind aber mitgenommen worden. Der zweite. Hat sie alle mitgenommen. Und der dritte fährt dann näher. Toll, wie das Fragezeichen erwischt. Ja, ist halt so, ne? Gut, okay, aber ich würde mal sagen, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten. Habt ihr schon abonniert? Dann macht das, wenn nicht. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, wäre super. Danke ich euch für. Und wenn ihr Bock habt, nächste Folge wieder reinschauen und ich freue mich drüber, dass ihr zugeschaut habt. Bis dann. Ciao.